Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malerbal Tor, hier oben in Vulquasten. Hier. Und ja, ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube, das ist die Quest, die ich mir ausgesucht hatte. Ich hoffe es zumindest. Ich kann sie nicht einfangen. Sie sind zu groß für mich. Was stimmt nicht? Die Mammuts. Sie sind betrunken. Galitor versucht, sie zusammenzutreiben. Aber es ist immer heikel, sie aufzuwecken. Sogar wenn sie nüchtern sind. Sie haben schon die Hirten platt getrampelt. Wie, die sind betrunken. Was kann ich tun, um euch zu helfen? Schüttet etwas von diesem Wasser hier auf die Mammuts ein Stück die Straße hinunter. Das wird sie aufwecken. Seid vorsichtig. Ihre Stoßzähne sind nicht nur Zierde. Sobald ihr fertig seid, wird Galitor euch bezahlen. Er ist am Mammutgehege. Sagt ihm, dass Peruin euch geschickt hat. Okay, vielleicht war das doch nicht die lange Quest, die ich jetzt eigentlich haben wollte. Ich werde tun, was ich kann. Galitor ist darüber verärgert. Wir alle sind es. Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn die Mammuts los sind. Allerdings sagt es auch etwas über die Stärke unserer Braukunst, nicht wahr? Stark genug, um einen Mammut einzuschläfern. Ja, zum Einschläfern offenbar nicht. Die haben ja alles niedergetrampelt, hat sie gesagt. Passiert das oft? Nicht wirklich. Die Mammuts schlafen ihren Rausch meistens einfach aus. Aber dieses Mal sind sie aus ihrem Gehege herausgekommen. Und sie hassen es ganz, ganz gewaltig, wenn man sie weckt. Aber ich bin mir sicher, dass ihr keinen Ärger haben werdet. Ich meine, solange ihr ein bisschen Abstand haltet. Okay. Ja, auf jeden Fall mal wieder eine interessante Quest, wie ich denke. Ich glaube, da können wir hinreiten, ne? Das im Moment in die Richtung. Die Mammuts sehe ich schon mal, aber das sind nicht die im Kreis. Hallo, bist du besoffen? Huch, die stehen hier alle am Rand. Aber ich glaube, die hätte ich auch nehmen können, ne? Dreh die mal um. Jetzt hast du gleich einen nassen Popo. Okay, ich glaube, ich soll doch mit dir kämpfen. Na gut, ich glaube, die sind ein bisschen verärgert, wenn man sie nicht aufweckt, wenn man sie, na. Versucht wieder hinzukriegen. So. So, du auch noch? Der stand jetzt gerade noch mal, dass ich das Wasser nutzen konnte, oder? Kann man denen das vielleicht zweimal ins Gesicht oder auf den Popo drauf machen? Ich glaube, der eine, der war nur sauer, weil ich ihn von hinten erwischt habe. Ich glaube, der ist gar nicht so sauer gewesen, weil ich ihn wach gemacht habe, sondern weil ich ihn einfach nicht im Gesicht getroffen habe. Wo sind die anderen Mammuts denn jetzt? Hä? Leute, ach, da ist noch eins. Hallo. Wieso kann ich das nicht? Jetzt. Galitor, nein, jetzt jemand es ist in die nicht drin. Brauerei eingebrochen. Was, was, was? Ja, bleib doch mal stehen. Sie war das jetzt aber nicht da hinten, ne? Nee, das ist ein anderer. Ich war in der Brauerei, als mir jemand auf den Hinterkopf schlug. Ich muss mehrere Minuten bewusstlos gewesen sein. Wer auch immer mich geschlagen hat, ist immer noch mit dem heiligen Gebräu oben. Wir müssen ihn aufhalten. Wer hat euch bewusstlos geschlagen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er muss groß gewesen sein. Riesig. Wahrscheinlich ein Ork. Ich glaube, da reicht schon eine normale Größe, um so einen kleinen Waldelf niederzustrecken. Wenn ihr gar nichts gesehen habt, wer euch erwischt habt, woher wisst ihr dann, dass es ein Er gewesen ist? Was versucht ihr zu sagen? Auf jeden Fall muss jemand nach oben und nach dem Faulmet sehen. Ich würde ja selbst gehen, aber mein Kopf pocht wie verrückt.
Aha. Ist schon okay. Ich bin das gewohnt, die Botengänge zu machen. Ist das hier überhaupt? Moment. Nee, die Brauerei ist da. Wo ich nicht hinkomme. Irgendwo da unten. Die meinen jetzt da die Taverne, oder? Oder war das vorher schon so, dass es da markiert war? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich folge mal dem Pfeil hier. Das geht hier rein. Ja, höher ist immer gut. Gibt es hier auch eine Leiter? Ah, hier. Ach, also keine Leiter, aber. Ja, ich stehe wieder viel zu nah dran. Da sehe ich sowas nicht. Ah, hier. Beeilt euch. Bringt das zum Hügel. Die ersten Feuer werden bald entzündet. Okay. Alfrosts Kopf ist härter, als ich dachte. Meine Diener, zu mir! Ihr braucht ihr nicht mehr. So, jetzt ist die Frage. Kommt jetzt hier jemand rein? Obwohl, ich kann die Sachen eh nehmen, ohne dass sie geklaut sind. Das ist immer gut. Das sind meine Sachen. Lass deine räudigen Finger davon. Ich verlasse euch, Galitor, für jemanden, der meine Talente zu schätzen weiß. Meine Fähigkeiten. Ihr habt meine genialen Gaben für solch banale Dinge vergeudet. Getränke kühlen, Insekten Glücksgefühle bescheren, damit ihr Sekret nicht euer wertvolles Gebräu bitter macht. Ich habe einen Koloss für euch erschaffen. Ach, war doch ein großer. So hoch wie ein Mammut und zweimal so stark, so kalt wie die treulosesten Lehren des Reiches des Vergessens. Und wozu habt ihr ihn verwendet, um Fleisch zu konservieren? Ich habe die Reserven mitgenommen. Ich werde sie in einer Flamme entzünden, die so hell ist, dass die Sterne Schatten werfen. Und aus dieser Dunkelheit werde ich aufgehen wie die Sonne. Ich bedauere nur, dass ich euer Gesicht nicht sehen kann, wenn eure Welt unter euren Füßen wegbricht. So wie die meine in dieser Nacht auf dem Kahlhügel es getan hat. Vier Ruinen. Ja. Oh, das mache ich nicht gerne. Das mache ich wirklich nicht gerne. Also wenn ihr mal zufällig hier seid, dann könnt ihr auch hier mal nachschauen, was die Waldelfen alles so lagern. Ich bin ja jetzt schon froh, wenn ich das Ganze anklicke, ohne dass ich mal bestätigen muss oder sowas. Schweinefleisch haben sie auch. Hallöchen. Ich weiß, aber hier kann ich nicht widerstehen. Das ist so viel, was jetzt hier gerade umsteht. Und in den Urnen, wie gesagt, da, oder jetzt in solchen Behältnissen hier, da kann es natürlich immer mal sein, dass da ein Entwurf oder ähnliches drin ist. In letzter Zeit habe ich es zugegebenermaßen wieder seltener gehabt. Wo war denn jetzt der Ausgang? Da. Aber es kann halt immer mal sein. Ach, das ist leer, okay. Hatte ich das schon? Das ist auch leer. Hi. Was ist dort oben geschehen? Ich habe Kampfgeräusche gehört. Ach so, du bist das gar nicht. Du bist ein anderer. Stimmt ja. Lest das. Feruin. Ich wusste, dass sie nicht glücklich ist. Aber ich hätte nie gedacht. Das Gebräu. Ist es sicher? Sie haben es durch ein Portal mitgenommen. Dann könnte er überall sein. Das ist eine Schmähung. An mir und meiner Familie. Wir brauen schon seit Jahrhunderten Faulmet. Es hört sich so eklig an, Faulmet. Was sollen wir tun? Ihr müsst sie aufhalten. Ich meine, wir. Wir müssen sie aufhalten. Sie erwähnte den Kahlhügel. Wir können nur hoffen, dass es dort ist. Warum der Kahlhügel? Ich weiß es nicht. Wir hatten einen Streit. Sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr davonlaufe, um sie dort zu treffen. Ich dachte, es wäre ein Scherz. Aber das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Sie wusste doch, dass ich nicht fortgehen würde. Dass sie ist mein Erbe. Das Erbe meiner Familie. Ich werde nachsehen gehen. Wo ist es? Auf der anderen Seite des Mammutgeheges ist ein steiler Hang. Dort bringen wir sie manchmal hin. Das Gras verleiht ihrem Fleisch eine pfeffrige Würze. Ich würde euch ja begleiten, aber ich bin in einem Kampf zu nichts zu gebrauchen. Ich werde hier bleiben, damit ich euch nicht im Weg herumstehe. Jetzt sagt mir aber bitte nicht, dass die Mammuts besoffen machen, damit dieser Alkohol in dem Fleisch drin ist
Und dann bringen die die nochmal davor oder danach auf das, also da zu dem Gras hin, damit die dann auch nochmal ein bisschen würzig schmecken. Oh, das ist jetzt nicht dein... Also, hier ist eine Wertkassette. Warum ist hier eine Wertkassette? Ich bin ja, ich bin noch oben, ne? Ich muss erstmal runter. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ich meine, welchen anderen Grund haben die sonst bitte, die Mammuts besoffen zu machen? Also, ich bin hier schwer enttäuscht vom Staate Tamriel. Wenn wir doch nur mehr Herzen hätten. Ja, tut mir leid. Ich habe nur ein Herz. Das kann ich auch nicht mehrfach vergeben. Es tut mir leid. Also, wir sollten... Er hat vom Steilhügel gesprochen, ne? Etwas ist faul. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach so runter können. Theoretisch ja. Praktisch, wenn es nicht klappen sollte, müssen wir nochmal nach vorne. Ach, die armen Mammuts sind hier alle besoffen. Greift nicht mich an, ich bin nur der Bote. Ich glaube nicht, dass sie das mit Steighügel, genau, mit Steilhügel genannt, gemeint haben. Aber wir probieren es mal, hier runter zu gehen. Oh, da ist direkt ein Bürger. Das ist genau das, was ich nicht gebrauchen kann. Nach oben und nach rechts, okay. Hier muss man wirklich durchlaufen, sonst ziehen einen die Bürger komplett weg. Nach rechts, nach links. Wieder Bürger. Höher. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Auch jetzt sagt mir nicht. Ich hätte jetzt hier reingemusst. Na gut, aber hier ist anscheinend auch nochmal irgendwo ein Weg. Hier. Wahrscheinlich ein nicht so schöner Weg, oder? Ja, es war klar. Da hinten sind Skampen. Da sind auch Skampen. Ja, es tut mir leid. Ich muss trotzdem hier durch. Großer Fehler. Ja, ich weiß, dass das ein Fehler ist. Aber ich muss trotzdem durch. Hallo? Also erstens, wohin... Hat er jetzt geschossen? Weil Funke ist bei mir. Und zweitens, warum fiel der nicht um? Ich habe keine Ahnung. So, schauen wir mal. Es gibt kein Zurück. Firuin, wir würden uns freuen, jemanden in unseren Reihen zu haben, der so versiert in magischen Dingen ist wie ihr. Euer ehemaliger Arbeitgeber war ein Narr, eure Talente nicht besser zu nutzen. Aber sein Verlust ist unser Gewinn. Sucht uns in Abamat auf, aber seid gewarnt, es gibt kein Zurück. Verbrennt die Brücken zu euren frühen Leben. Wenn ihr dem schwarzen Wurm dient, wird keinerlei Ablenkung geduldet. Cassia Varo. Okay. Ja, soll ich das nicht mit zurückbringen? Ich meine, ich bin doch hier ein Held. Warum soll ich das nicht mit zurückbringen? Na gut, wir müssen den Weg wieder zurück. Ich nehme auch hier genau den gleichen Weg, weil da hinten, glaube ich, sind auch wieder überall Gegner, wenn ich da jetzt nochmal rumlaufen würde. Ach so, den gleichen Weg ist gut. Haha, ich komme hier gar nicht mehr hoch. Das heißt, oder stehen die jetzt unten? Ihr habt es mit Daedra aufgenommen. Seid ihr verrückt? Bist du es? Wartet, bis ich das den anderen erzählt habe. Das werden sie nie glauben. Hat die irgendwelche Probleme? Ja. Also, ja. Wir gehen mal wieder zurück. Ich bin mir nicht sicher, was das gerade sollte. Aber ich bin eh vor ihr da. Also, wenn sie irgendwas erzählen möchte, ich sage einfach, das stimmt alles nicht. Es kommt gleich eine Verrückte hier zu euch. Stimmt alles nicht, was sie erzählen will. So. Hi, bin wieder da. Ihr seid zurück. Habt ihr den Faulmet gerettet? Der hört sich so an, als ob er ihn schon vernichtet hat. Ja, seid ihr betrunken? Betrunken? Nein. Ich kontrolliere nur den Jagger. Auf Verletzung, wisst ihr? Faulmet ist aber der wahre Schatz. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Ich lasse ihn von ein paar Arbeitern nach Hause bringen.
Ich danke euch. Meine Ahnen danken euch. Wir alle danken euch. Auf euren Erfolg. Prost. Wir bekommen verstärkte, ich wollte gerade sagen, versteckte Faulmetsandalen, verstärkte leichte Schuhe vom Set Gewänder des Webers, so. Ja. Wir lassen die mal, wo ist denn die eine hier, die Trolla? Ist sie immer noch nicht angekommen, die wir ja Bescheid sagen wollte? Dass ich verrückt bin und mich hier mit allen angelegt habe? Bist du das nicht gewesen? Ganwin? Ich hätte niemals zulassen sollen, dass Elorwen mir von der Seite weicht. Oh, Entschuldigung, das war die andere. Die Arbeit hier ist solch eine Ehre. Der Faulmet von Galitor ist legendär. Seine Familie stellt ihn schon seit Generationen her. Ich frage mich, ob sie mir jemals ihre Geheimnisse anvertrauen. Das wollte ich eigentlich nicht wissen, aber das ist natürlich auch mal nett zu hören. Ja, die eine scheint jetzt irgendwie gar nicht mehr zu kommen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die habe ich jetzt irgendwie auf dem Weg hierhin verloren. Beziehungsweise sie hat vielleicht den Weg nach hier verloren. Vielleicht hat sie auch zu viel am Met geschnuppert oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Die ist zwar vor mir abgehauen in die Richtung, also hier in die Richtung des Dorfes. Aber vielleicht hat sie noch so einen kleinen Abstecher gemacht. Das halbe Fass leer getrunken, also hier den Behälter eben leer getrunken. Und fühlt sich jetzt wie ein besoffenes Mammut oder so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, auf jeden Fall, da ich nicht weiß, wie die anderen Sachen hier liegen, also wie die anderen Aufgaben hier liegen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge die Aufgabe, also die Quest, die quasi mir gerade jetzt gegenüber liegt, also im Bild irgendwo auf der rechten Seite. Ja. Ich will die jetzt nicht einfach im Regen stehen lassen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!